Hallo meine Lieben, heute habe ich gedacht, kochen wir zusammen einfach mal einen Bauerntopf. Ja, ich filme hier mit einer neuen Kamera. Das letzte Mal war es ja, dass ich gesagt habe, ich habe ein neues Handy. Das war ja gebraucht, also das war von meinem Sohn. Und ich habe jetzt zu meinem Mann gesagt, ich krieg da einfach teilweise keine schönen Bilder. Teilweise sind sie so milchig, manchmal sind sie einfach nicht scharf genug. Also ich fand die einfach nie richtig schön, ich weiß nicht, nicht satt, so auch von den Farben und so. Und das kam ganz selten vor, dass es dann funktioniert hat. Da hat aber wirklich alles stimmen müssen. Ne? Also das Licht, der Winkel und weiß nicht alles. Und für das, was ich jetzt so alles machen möchte, auch in Zukunft, hat das einfach nicht funktioniert. Ja, jetzt hat mir mein Mann eine neue Kamera gekauft. Wir hatten auch Hochzeitstag. Ganze 31 Jahre mittlerweile. Ja, der 31. Hochzeitstag. Das ist schon Wahnsinn, gell? Ja, und jetzt haben wir die uns eigentlich zusammen gekauft. Also die ist nicht nur für mich. Wenn er sie auch braucht, dann soll er sie nehmen. Es ist genauso seins. Ich mache jetzt schon mal dabei die Zwiebeln an. Dann können die schon mal anbrutzeln. Ja, mein Mann hat jetzt auch Geburtstag und irgendwie, ich habe es schon mal erwähnt, dass wir uns eigentlich ja nichts kaufen und ganz ehrlich, diesmal weiß ich auch nicht, was ich schon kaufen sollte. Es ist alles da. Es gibt jetzt gerade nichts, was wir uns so wünschen würden. Materielles. Also. Und dann sind wir dabei, diese Wohnung hier oben einzurichten. Da waren wir jetzt auch am Freitag. Am Freitag waren wir da auch wieder losgezogen und haben uns jetzt hat fürs Schlafzimmer einen Schrank und ein Bett ausgesucht. Wir werden ja kurzzeitig hier oben dann wohnen. Also jetzt nutze ich ja die ganze Zeit eigentlich nur die Küche und ab und zu mal das Wohnzimmer. Und ansonsten gehe ich runter auf unsere Baustelle. Das sieht aus wie Krautenrübe. Also, nee. Das möchte... so möchte keiner leben, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall werden wir dann jetzt demnächst dann hier oben praktisch einziehen. Ich nehme dann so das Nötigste, was man so braucht, einfach mit hoch. Für, weiß ich nicht, für ein paar Wochen halt. Und nach dieser Zeit, also mein Mann macht dann in dieser Zeit unten den Boden. Der Boden ist noch ein, da ist nur der Steinboden drin, also der, was da so von Grund auf drin ist. Und er macht dann den Boden rein mit dem Sohnemann zusammen. Und ja, in der Zeit halt bleiben wir hier oben, weil unten kann ich ja dann nicht laufen. Das muss ja dann trocknen. Ja, machen wir das so. Ja, und genau, und nach dieser Zeit, wenn wir dann wieder runter können, kommen dann irgendwann so zum Mai wahrscheinlich, dann der Schwiegervater und zieht hier oben richtig ein. Er hat dann hier eine vollständig eingerichtete Wohnung. Ich habe ihm immer wieder alles abgefilmt und gezeigt und hat ihm immer alles gefallen. Also Schwiegervater ist so ein Typ, so, es ist ihm egal. Also,
Das braucht sehr viel, dass es ihm nicht gefallen würde, sagen wir mal so, ne? Ja, also es gefällt ihm alles so. Gucken wir dann mal, was die Praxis sagt, wenn er dann einmal da ist, ob man dann vielleicht noch was ändern muss. Sehen wir dann alles. Ja, wenn der Schwiegervater dann da ist, muss ich aber trotzdem hier hoch. Das weiß er auch, dass wir dann zusammen die Küche noch benutzen. Ich habe ja unten keine. Das ist ja. Ich habe euch den Raum gerade letztens erst gezeigt, ne, wo wir durchgelaufen sind. Wo das Esszimmer und die Küche mal hin soll. Das ist ja absoluter, ich sag jetzt mal, ein Rohbau. Da ist ja nichts mehr drin. Keine Decke, kein Boden. Ja. Wände, alles abgemacht. Ja. Und das machen wir so. Ich hole jetzt gerade mal Hackfleisch. Habe ich noch schönartig hier im Kühlschrank. So. Ich habe hier das Gemischte halb und halb. Da könnt ihr ja auch Rinderhackfleisch oder Geflügel oder auch dieses vegane Hackfleisch oder einfach weglassen, das ist natürlich genauso gut. Jetzt braten wir das erstmal an. Schön klein krümelig machen. Ich wollte gerade mal noch Tomaten machen, das habe ich mir nämlich nicht gleich gerichtet. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das dem Schwiegervater beibringen soll. Dass ich YouTube mache. Ich muss es ihm ja dann sagen, weil sonst könnte ich ja gar nicht mehr hier oben drehen. Ne? Mal gucken, wie ich das dann mache. Ich hol mir dann meinen Mann zur Unterstützung, dass er ihm das dann auch ein bisschen erklärt. Ich meine, der hat ja davon keine Ahnung. Ne? Er kennt YouTube, sowas kennt er ja gar nicht, also da hat mit Internet und so Sachen gar nichts zu tun. So, ich glaube, ich lege mal mein Handy hierher und ziehe mal meine Weste aus, jetzt wird es mir nämlich warm. So, ja, wie gesagt, wir waren gestern einen Schrank und ein Bett raussuchen. Wir haben jetzt ein 61er Polsterbett genommen. Also wenn das Schlafzimmer dann jetzt eingerichtet ist, dann mache ich mit euch hier eine Roomtour auf jeden Fall. Ich warte die ganze Zeit schon, dass das halt auch noch fertig ist, dass ich euch jeden Raum dann halt mal so zeigen kann. Es ist zwar, im Badezimmer steht auch noch Krimskrams, sag ich jetzt mal. Also die Dusche ist belegt mit Zeug, wo da drin steht. Das kommt dann jetzt alles nach und nach wieder weg. Aber das ist halt auch Werkzeug, wo mein Mann jetzt gerade noch so braucht. Ja, jetzt Donnerstag kann er die Möbel holen. Ob er es am Donnerstag macht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt er auch erst Samstag dann dazu, dass er sie abholt an dem Lager.
Mit dem Sohnemann vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, was die da ausgemacht haben. Ja, dann müssen die auch erstmal aufgebaut werden. Ja, auf jeden Fall hat er 1,60 Meter Bett dann. Wie gesagt, wir nutzen es dann für ein paar Wochen. Das weiß er auch alles. Also ist alles, ist immer alles mit ihm abgesprochen. Er freut sich nur sehr, dass er eigentlich, er hat ja in seiner Wohnung wirklich uraltes Zeug. Also das ist schon, ich weiß nicht. Es dürfte so alt sein wie unser Kind, ne, als 30 Jahre. Teilweise, ich weiß nicht so genau, ob er sich mal Neues gegönnt hat. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das Bett war mal irgendwann zwischendurch mal noch neu, aber sonst so die Schränke und sowas, das ist alles so alt. Ja, das kommt dann alles weg. Auf der Schrottentsorgung halt. Ja. Und dann kommt er hier halt in eine schöne eingerichtete Wohnung. Ja. Ich gehe dann auch mit ihm durch, was er vielleicht von seinen Sachen noch haben möchte. Ob er vielleicht einen Lieblingstopf, ihr wisst ja, ne, so einen Lieblingstopf, Lieblingstassen, vielleicht 2-3 Teller, ob er da vielleicht was mitnehmen möchte. Ich meine, er hat hier ja alles, ich habe ja alles eingerichtet. Also hier ist alles, was das Herz begehrt, bis auf eine Mikrowelle. Ich muss ihn mal fragen, ob er jetzt noch eine Mikrowelle braucht. Also seine ist ja auch schon Asbach uralt. Ich habe ja noch eine bei uns im Container drin stehen, also meine alte. Ich habe sie nur hier nicht aufgebaut. Erstens mal bin ich jetzt die ganze Zeit auch ohne klargekommen. Ist zwar praktisch, ne, wenn dann was warm machst, einfach ab in die Mikrowelle warm machen, gut ist, ne. Jetzt mache ich es halt immer im Topf warm oder im Backofen, je nachdem, was es ist. Aber diese Strahlen sollen ja auch ungesund sein. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich frage ihn einfach mal, was er meint. Ob er eine braucht, dann muss ich mir eh mal überlegen, wo wir die dann noch hinstellen. Ein paar Sachen werde ich ja wegmachen. Küchenmaschine weiß ich nicht, frage ich ihn mal, ob er sie mit mir vielleicht mal zusammen benutzen möchte. Da kann er ja, er ist ja ein absoluter Eintopf-Fan. Also absolut, bei ihm kann es jeden Tag Eintopf geben, aber auch nichts anderes. Zwischendurch mal vielleicht eine Bratwurst, mal einen schönen Gulasch. Aber hauptsächlich bei ihm Eintopf-Time. Und das könnte er ja super in der Monsieur Cuisine Küchenmaschine kochen. Ich meine, das kann ich ja mit ihm die ersten Male zusammen machen, dass er weiß, wie es geht. Und dann kann er ja selber dran gehen. So, Hackfleisch ist angebrutzelt. Jetzt habe ich hier ein Suppengrün klein geschnitten, Sellerie, Möhren, Lauch, Pastinake war leider diesmal keine dabei, ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, ich habe sogar noch eingefroren ein bisschen, muss ich mal gucken. Das kommt jetzt hier dazu, das brutzel ich jetzt hier mit an noch. Ich habe dafür später auch noch Paprika klein geschnitten. Das sind 3 Spitzpaprika, allerdings einer, da war wirklich so ein riesen Oschi und die anderen waren so 2 kleinere. Ja, die habe ich jetzt. Und da ist dann noch Petersilie. Dann habe ich hier Kartoffeln, allerdings nicht mehr viel. Und dann habe ich mal überlegt, also das sind die restlichen Kartoffeln, die haben schon Wurzeln gezogen. Deswegen habe ich die jetzt, ich habe mir da deswegen jetzt keine neuen geholt. Ich wollte die jetzt erstmal weg haben. Und deswegen mache ich dann wahrscheinlich
Reis noch mit hier rein in den Bauerntopf. Dann haben wir da Kartoffeln und Reis drin. Ist dann halt ein Bauernreistopf, egal. Ja. Jetzt füllen wir das Gemüse hier noch ein bisschen mit an. Kann ich mal kurz mal gucken, ob ich das hier schaffe, dass ihr da reingucken könnt. Zack, seht ihr das? So. Ich muss sagen, ich bin ja so gespannt, wie ein Flitzebogen, wie das Bild dann als Video ist. Ne? Habe ich noch nicht getestet. Ich bin jetzt absolut ins nasse Wasser gefallen. Ich hoffe, es wird was. Aber ihr glaubt nicht, wie ich mich so drüber freue, dass ich jetzt mal eine Kamera habe. Da kann man auch so schön, die hat so ein Bildschirm auf der Seite, wo ich reingucken kann. Muss ich dann auch mal gucken, wie der aufnimmt, ob ich jetzt da reinschaue oder da reinschaue. Muss ich dann, das sehe ich dann alles erst, auch wenn ich dann das Video schneide. Ja, und den Bildschirm kann ich dann so schön rumdrehen, wenn ich dann was filme. Das ist richtig schön, ich freue mich so richtig. Tue ich mal ein bisschen was sparen wieder an Geld und dann hole ich mir dann mal noch so ein Kameraständer. Ich nehme jetzt Salz, ne? Was habe ich das? Himalaya-Salz. Ja, da hole ich mir noch so einen Ständer. Pfeffer. So, dann mache ich jetzt mache ich den das Tomatenmark mache ich da jetzt rein. Das ist so ein gehäufter Esslöffel. Ich meine, so richtig ein Rezept gibt's ja da so nett. So, Lea. Tun wir das kurz mit anbraten, rösten, wie auch immer. Dann habe ich da noch, das habe ich mir letztens im Lidl mitgenommen. Das ist die Paprikacreme in scharf. Da mache ich wirklich nur einen kleinen. Was ist denn das? Ein gestrichener Teelöffel, also wirklich nicht viel rein. Weil letztens habe ich es schon benutzt und oh la la, ne, das hatte Schärfe. So, das sieht jetzt mittlerweile so aus. Ui, seht ihr das? Jawohl.
Oh, mir juckt die Nase, der Pfeffer. So, ja. Jetzt haben wir es kurz angeröstet. Jetzt mache ich noch. Ach, habe ich vergessen, die Stelle. Mache ich noch rosenscharfer Paprika rein. So, einmal umrühren. So. Und jetzt habe ich hier nochmal rühren. Jetzt habe ich hier 1 Liter Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich aber auch so eine Rinderbrühe nehmen, Fleischbrühe, was da möchtet. Ich habe eigentlich immer Gemüsebrühe, ich habe eigentlich gar keine andere da. Ihr könnt da ruhig auch dann mal ein bisschen kräftiger würzen von der Gemüsebrühe. So. Was ist, Dina? Ja, das ist kein Essen für dich. Dann habe ich hier noch Tomaten ganz und geschält. Ihr könnt da auch stückige Tomaten reinmachen, ne? Also die werden ja dann auch stückig hier. Ich nehme mir jetzt gerade ein bisschen Wasser zum Ausschwenken. Können die hier nämlich auch mitkochen und später sind die dann so schön weich und dann kann man die ein bisschen so auseinander pflücken. Da habe ich mich mal vergriffen beim Einkauf, also so ganze Tomaten, die brauche ich eigentlich nicht, so stückische Tomaten, die sind eigentlich super. So, dann Kochlöffel auf die Seite. So, und jetzt mache ich meine paar Kartoffelchen hier rein. Die auch ein bisschen unter. Und jetzt lasse ich das einfach köcheln. Mach Deckel drauf. Und erst später kommen dann die Paprika dazu. Also jetzt nicht zu spät. Ich lasse es das erste Mal so 20 Minuten hier köcheln. Und dann werde ich wahrscheinlich die Paprika auch mit reinmachen, dass die auch mit weich werden. Ich mag die eigentlich, wenn die schön weich sind. Ja. So, dann würde ich sagen, ich räume das jetzt hier weg. Und wir sehen uns später nochmal. So, meine Lieben. Ich habe jetzt eben die Petersilie noch reingemacht. Und habe nochmal
mit der Pfeffermühle ein bisschen Pfeffer rein. So. Und jetzt schmecke ich mal ab. Ich mache noch ein bisschen Salz rein. Und tatsächlich noch ein bisschen Gemüsebrühe, Pulver jetzt noch dazu. Ja. Pfeffer. Paprikapulver. Ist halt auch wieder ein ordentlicher Pott, weil wir das wieder für 2 Tage und wenn was übrig bleibt, dann friere ich das immer gern ein. Oder so, ne, man kommt vorbei. So. Spüle ich gerade mal meinen Löffel ab. Frisch. Das probieren wir noch einmal. Jetzt ist gut. Kartoffel ist auch weich. So. Dann würde ich sagen, hole ich meinen Mann und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Bis gleich. So, meine Lieben. So, ich habe jetzt meinen Mann gefunden. Der war im Vorgarten beschäftigt. Hoch. Hätte ich gedacht. Ich zeige euch jetzt mal, wie mein Bauerntöpfchen hier aussieht. Ich finde ja solche One-Pot-Gerichte richtig lecker. So. Mal. Sieht das nicht lecker aus? Und schmeckt auch richtig lecker. So, also wir lassen es uns jetzt schmecken. Ihr könnt mir ja gerne mal euer Bauerntopf, beziehungsweise ich habe als Bauernreistopfrezept in die Kommentare schreiben. Ja, und falls ihr es nachmacht, wie es euch geschmeckt hat, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.